Warum entscheide ich mich als etablierter Arzt für die Gemeinschaft, wenn ich doch schon alleine erfolgreich bin? Diese und weitere spannende Fragen stelle ich heute meinem Gast im Interview des Business Talk Specials Erfolgsgeschichten Arztpraxis. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und Ihnen bei der Entwicklung zum Mediziner helfen. Aber auch als etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch: Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businesstalk.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businesstalk.online. Nach der Einführung bin ich immer ein bisschen außer Puste. Ich muss immer einmal frisch durchatmen und freue mich sehr, dass ich einen sehr, sehr alten Bekannten begrüßen darf, Dr. Matthias Ohlrogge, HNO-Arzt aus Aachen. Ich sage schon mal Hallo, Matthias. Hallo. Wir beide kennen uns schon seit einiger Zeit und deshalb bin ich wie mit den meisten Interviewgästen auch mit Herrn Dr. Ohlrogge per Du. Den möchte ich aber jetzt trotzdem gerne offiziell nochmal vorstellen. Dr. Matthias Ohlrogge, geboren 1969, übrigens ein toller Jahrgang, 1969 studierte an der Freien Universität Berlin und an der WWU in Münster Medizin. Seine Ausbildung zum Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde hat er an der Universitätsklinik in Münster bei Professor Stoll und in Baltimore, den USA, an der Johns Hopkins University und an der Universitätsklinik Göttingen bei Professor Dr. Steiner absolviert. Von 2004 bis 2007 war er als niedergelassener HNO-Arzt im Zentrum für Mittelohrchirurgie in Lünen tätig. Ich lese hier gerade bei Dr. Schimanski, hat mit dem gleichnamigen Tatortkommissar wahrscheinlich wenig zu tun. Innerhalb der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gilt sein spezielles Interesse der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Ohres, einschließlich der Mittelohrchirurgie. Seit dem 01.01.2010 ist Dr. Ohlrogge als Partner in der HNO-Gemeinschaftspraxis am Elisenbrunnen in Aachen tätig. Das war die offizielle Vorstellung. Nochmal ganz herzlich willkommen, Matthias. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wahrscheinlich kommst du gerade direkt aus dem OP. Nein, ich komme aus der Praxis, aber hallo Olli, ich freue mich. Ja, ich habe schon einiges zum Arzt Dr. Ohlrogge gesagt. Es geht ja hier so ein bisschen darum, wie gerade schon angekündigt, jungen Medizinern so ein bisschen Hilfestellung zu geben, vielleicht auch den Mut zu machen für den Weg in die Praxis, in die Selbstständigkeit. Möchte natürlich auch ein bisschen was zum Menschen Matthias Ohlrogge erfahren. Kannst du vielleicht so zwei, drei Sachen sagen? Was machst du neben der Praxis? Wie engagierst du dich? Persönliche Interessen, Freizeit, soziales Engagement? Neben der Praxis einmal soziales Engagement. Bin ich ehemaliges Mitglied des Roundtables, inzwischen seit in Old Tablers Deutschland, ein Service Club, kennst du auch. Und ich bin leidenschaftlicher Golfspieler. Das ist das, womit ich viel meiner Freizeit verbringe. Genau, das sind, glaube ich, meine Haupttätigkeiten. Das heißt also, wir hören schon mal raus, auch da hat ein niedergelassener Arzt Zeit, sich einigen Dingen in der Freizeit zu widmen. Und wenn ich in den Hintergrund schaue, ist, glaube ich, die Bücherwand nicht nur aus dem Studium noch da, sondern ich weiß, dass du sehr, sehr gerne auch und sehr viel liest und auch sehr interessiert bist an diesen Dingen. Ja, das ist richtig. Und auch als niedergelassener Arzt hat man Zeit für andere Dinge, außer Ja. die So zum Einstieg in dieses Thema Mediziner und Mediziner in eigener Praxis. Also aus unserer Sicht hat ja die Medizin und das Thema Gesundheit eine tolle Zukunft vor sich. Ist aus deiner Sicht Gesundheit eher ein Trend oder wird Gesundheit mehr und mehr zum Statussymbol? Für den Patienten zum Statussymbol? Ja, also ich sag mal, ich weiß, das Genau. ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ja, für den Patienten selbstverständlich. Also ich sag mal, schön wäre ja, wenn wir alle irgendwie mit steigendem Alter und im Ruhestand sagen können: Mensch, ich bin gesund. Ja. Ich glaube, das Bewusstsein für Gesundheit wird größer. Das sehen wir auch an anderen Trends, also Freizeittrends. Leute gucken mehr auf Ernährung, gucken mehr auf Fitness, kontrollieren das, nehmen das bewusster wahr. Ich weiß nicht, ob dieser Trend in einer gewissen Form immer schon da war, aber es ist sicher kein zurückgehender Trend, es ist kein sterbender Trend. So.
Denn, also wenn ich mal in die Öffentlichkeit schaue, in Zeitungen, also ich stehe irgendwo am Kiosk oder ich stehe im Supermarkt in der Kasse und ich gucke auf die Zeitungsregale, also ich lese Diäten, ich lese Gesundheit, ich lese Fitness- und Freizeittipps. Es geht nur noch darum, wie optimiere ich meine Gesundheit. Also von daher glaube ich, ist das natürlich ein Trend, der da ist, aber vielleicht auch sogar ein Megatrend für die Zukunft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den HNO-Mediziner in der Form da anders treffe. Ja, also ich sag mal, auch das Thema Allergien zum Beispiel ist ja etwas, was euch vielleicht mehr in der täglichen Praxis trifft als jetzt das Thema Diät. Ja. Das ist richtig. Ich bin bei dem Gesundheitstrend, es ist gerade sehr populär, aber erinnert dich an die, wann war das? Späten 70er, Anfang 80er, es wird sich über Trimmlichtpfade und sowas entstanden. Also es gab schon immer Gesundheitstrends, wo das wieder zum Thema wurde. Ich glaube, es ist ein nicht sterbender Trend. Das entsteht gerade auf einer anderen Ebene. Es ist wieder sehr im Bewusstsein gerade. Aber ich glaube, das ist eigentlich immer ein Thema. Mhm. Okay. Das wird auch nicht sterben und die Leute kümmern sich mehr und mehr darum. Ja. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen auf dich gehen, auf das Thema Lebenslauf, also auf das Thema Matthias Ohlrogge, vom Medizinstudenten irgendwann zum Unternehmer hin. Ich habe ja gesagt, du hast einige Stationen gehabt in deinem Lebenslauf. Würdest du sagen, es gab etwas, was besonders wichtig war in dieser Zeit? Hat dich irgendwas besonders geprägt? In meiner Ausbildung. In der Ausbildung zum Beispiel, du warst in den USA. Ich bin ja nicht umsonst Hals-Nasen-Ohren-Arzt geworden. Ich sage immer, man kommt im Studium natürlich mit bestimmten Fächern in Kontakt und ich hatte einen hervorragenden Professor in Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Berlin, der sicher Lust und Spaß auf das Fach gemacht hat. Ich hatte gute Ausbilder. Ich habe dann, als ich Hals-Nasen-Ohren-Arzt war, auch noch die 2 Jahre in den USA. Das war auch eine tolle Zeit, völlig anderes Arbeiten, als man das hier kennt. Da habe ich wissenschaftlich gearbeitet, auch tolle Leute kennengelernt. Genau, und von Dr. Schimanski, die Zeit, bei dem ich beim Operieren gelernt habe, nochmal den Schwerpunkt Mittelohrchirurgie, war natürlich auch ganz prägend für mich, definitiv. Also höre ich schon mal raus, der Auslandsaufenthalt USA war prägend. Kannst du vielleicht kurz sagen, was ist da anders im System als jetzt hier in Deutschland? Ich muss ein bisschen gucken, ich habe da in der Wissenschaft gearbeitet und hier in der Klinik. Das ist allein schon mal ein bisschen anders, deswegen sage ich, ob die Unterschiede nur im System bestehen. Was ich in den USA erlebt habe, war, dass es eine extrem hohe gegenseitige Unterstützung gab. Ich finde, hier haben wir deutlich mehr ein Konkurrenzdenken in vielen Situationen, dass ich einen Chef hatte, von dem ich das Gefühl habe, er hat mich dauerhaft unterstützt in dem, was ich getan habe und nicht ständig kritisch geguckt, was ich tue. Es ist ein sehr offenes System. Man hilft sich gegenseitig, also auch Menschen, von denen ich einfach nur Know-how haben wollte, haben mir das immer weitergegeben. Es war extrem fokussiert auf anhaltende Fortbildung. Also mein Eindruck war, es besteht ein hohes Interesse, auch mich da weiterzubringen und mir was beizubringen. Okay, aber ich glaube, schön ist, das habe ich rausgehört aus dem, was du gesagt hast, das hast du in deinen Stationen sehr häufig erlebt. Also einmal von dem Professor, der, du hast gesagt, sehr viel Spaß vermittelt hat oder sehr viel Know-how vermittelt hat, dann USA in ähnlicher Art und Weise und die Station in Lünen im Zentrum für Mittelohrchirurgie, auch da hast du jemanden gehabt, der dir sehr weitergeholfen hat und die waren wahrscheinlich prägend. Ja, auf jeden Fall. Dass das jetzt, wie gesagt, dass das die HNO ist, ich glaube, jeder findet irgendwen, ein paar Dinge steuert man selber, ein paar Dinge entwickeln sich einfach. Von daher, mit Lünen habe ich mir selber aktiv ausgesucht, da wusste ich schon, was ich tun wollte, aber das Angebot, dass das gekommen ist, war einfach toll. Dass ich im Studium auf die HNO stoße, das habe ich mir vorher eigentlich nicht so gedacht. Man hat eine gewisse Vorstellung, was man machen will, manche Sachen weiß man, will man nicht machen. Also manchmal ist es etwas Zufall und manchmal ist es auch ein bisschen selber gesteuert. Okay, das heißt, durch die unterschiedlichen Lehrgänge oder Ausbildungsstufen und unterschiedliche Stationen hast du dich tatsächlich mehr und mehr für das Thema Hals-Nasen-Ohrenarzt und dann noch im Speziellen für die Mittelohrchirurgie interessiert und weitergebildet, richtig? Genau. Ab einem bestimmten Punkt habe ich dann beschlossen, das würde ich gerne schwerpunktmäßig machen und wo kann man das lernen und bin dann auch erfreulicherweise und zum Glück an gute Lehrer geraten. Sehr gut. Ja, das erlebt man ja sehr häufig, dass es die Menschen sind, die dahinter stehen, die jemanden auch ein Stück weiterbringen und nicht allein ein fachliches Thema, also dass man wirklich auch diese 1-zu-1-Situation nutzen kann. Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt? War dieses Thema Selbstständigkeit irgendwie bekannt oder wie bist du dahin gekommen? Also meine Eltern waren beide selbstständig.
Und da kannte ich natürlich schon, was es heißt, ein eigenes Unternehmen zu haben. Hingekommen bin ich, es war immer eine Option. Man fängt natürlich an mit der Ausbildung. Die Medizinausbildung dauert ja allein, bis man mal so weit ist, dass man auch drüber nachdenkt, mindestens 11 Jahre. Mhm. Und danach fängt man schon überlegen. Dann gibt es die Situation, dass man einmal gucken muss, welche Möglichkeiten habe ich in der Klinik. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Und wie stelle ich mir dann mein zukünftiges Leben vor in puncto Arbeitsbelastung, Möglichkeiten, Entscheidungsfähigkeiten in der Auswahl dessen, was ich tun kann. Und dann irgendwann wurde Selbstständigkeit die Option. Okay, das heißt also, es war nicht von vornherein geplant, aber durch die Historie deiner Eltern und natürlich auch durch die Entwicklung in den Krankenhäusern, das haben wir ja sehr, sehr häufig gerade in der Niederlassung, dass viele sagen, Mensch, ich möchte raus aus dem Thema Krankenhaus, ohne das zu verurteilen oder das schlecht zu machen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir haben dann eine sehr, sehr gute Medizin in den Krankenhäusern, aber die Arbeitsbelastung für den Arzt im Krankenhaus ist eben doch ungleich anders als in der Niederlassung und Selbstständigkeit, wobei wir da ganz andere Themen bespielen, ne? Wenn wir weiter gucken, war so ein bisschen das Thema irgendwann, du hast das gerade auch im Nebensatz gesagt, der eigene Herr sein, also eigene Entscheidungen treffen können, für dich eine Möglichkeit oder ein Grund, sich selbstständig zu machen? Das ist heute immer noch der wichtigste Grund, würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist mit einem Grund. Ich sage ja, ich glaube, in der langen Ausbildung, am Anfang macht man sich noch nicht wirklich Gedanken darüber, was es dann wirklich wird. Und ich glaube, man kann durchaus auch das ein oder andere Setting in der Klinik finden, wo man sagt, hier bin ich sehr zufrieden und hier bleibe ich. Aber ein Punkt in der Klinik ist mit Sicherheit, Sie haben immer einen Chef, eventuell einen Oberarzt, je nachdem, wo Sie dann in der Hierarchie stehen. Und Sie führen Dinge aus, die andere entschieden haben, bis zum gewissen Punkt. Sobald man sein eigener Chef ist, trifft man alleine Entscheidungen. Das heißt, ich bin natürlich auch verantwortlich in letzter Konsequenz und ich bin sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich dafür verantwortlich, dass das Ganze funktioniert. Aber, und das genieße ich heute immer noch, dass ich sagen kann, es wird mir auch keiner reinreden, ich kann das selber entscheiden und wenn es läuft, dann war ich es und wenn es nicht läuft, ist letztlich auch selber schuld gewesen. Aber das ist immer noch das, wo ich sage, einer der größten Vorteile der Selbstständigkeit. Sehr schön, das hört sich sehr gut an, also dass jemand auch ganz bewusst diesen Weg wählt, um zu sagen, ich möchte diese eigene Entscheidung treffen und ich möchte die Verantwortung auch übernehmen. Hast du dich denn in der Phase Studium und bis zur Niederlassung oder bis zur Entscheidung der Selbstständigkeit gut vorbereitet gefühlt durch deine Ausbildung, durch das, was du schon kanntest? Also du hast gerade die wirtschaftlichen Themen angesprochen. Unsere Erfahrung ist ja, dass man so ein bisschen reinwächst in dieses Thema. War das bei dir auch so oder warst du von vornherein gut vorbereitet? Überhaupt nicht. Also medizinisch ja, auf jeden Fall. Also die medizinischen Themen ist überhaupt keine Frage. Mit einer guten Ausbildung war das nie ein Problem. Auf jegliche Sachen, die mit Unternehmensführung, mit Wirtschaft zu tun haben, so gut wie gar nicht. Wie hast du es gemacht? Also ich meine, ich weiß, wie du es gemacht hast, aber vielleicht kannst du noch mal so 2, 3 Sätze sagen. Was ist für dich wichtig gewesen auf diesem, du bist ja vielleicht nochmal zur Historie, du hast erst eine Einzelpraxis übernommen in Aachen, bist also als Einzelkämpfer, sage ich jetzt mal, in ein Konstrukt gekommen, hast eine Praxis übernommen. So war das am Anfang, ja. Ja, genau, in der Praxisgemeinschaft. Also für mich war natürlich der Schritt in die Niederlassung erst der Schritt nach Lünen, wo ich erstmal als junger Partner in einer schon existierenden Praxis war. Das war für den Einstieg in Niederlassung für mich sehr, sehr gut, weil dadurch einfach mal eine Möglichkeit war zu sehen, wie das System funktioniert mit einem Kollegen, der das schon sehr gut etabliert macht. Da kriegt man einfach erstmal einen Überblick, was heißt das eigentlich und was muss ich mich kümmern, wie verdiene ich eigentlich mein Geld. Also kurz, da will ich kurz einigen, also der Schritt von der stationären Versorgung in die ambulante Versorgung, das war der erste Schritt in Kooperation mit Herrn Dr. Schimanski. Genau. Und dadurch, muss ich sagen, hatte man schon mal so eine Grundidee. Was ich immer noch nicht bis dahin richtig wusste oder kannte, ist die Tatsache, wie finanziert sich das, weil an der Stelle die Praxis gab es, ich habe da mitgearbeitet. Dann kam der Schritt nach Aachen, wo ich gesagt habe, eigene Praxis, wo es dann auch darum ging, jetzt bin ich dafür verantwortlich. Erstens muss ich es finanzieren, zweitens muss es sich rentieren, drittens muss ich davon leben, was kann ich tun, was kann ich nicht machen. Wie ich mich darauf vorbereitet habe, wolltest du wissen noch? Ja, das wäre gut. Wie gesagt, eine ungefähre Vorstellung habe ich. Wir haben das damals natürlich zusammen gemacht, du hast mich dabei auch sehr unterstützt. Dabei waren für mich ganz wichtig
die Tatsache, dass man plötzlich anfängt, mit sehr, sehr großen Zahlen zu jonglieren. Da steht plötzlich, ich muss eine Praxis finanzieren, dagegen stehen irgendwie Einnahmen, man hat eine Vorstellung, man kriegt pro Patient nur so und so viel Geld. Und ganz wichtig war für mich damals, dass wir das gemeinsam zusammen runtergebrochen haben in für mich überschaubare Dimensionen. Nachdem diese Summe plötzlich hieß, das bedeutet, man muss so und so viele Patienten am Tag gesehen haben, hatte ich, der ich ja auch schon in der Praxis war, plötzlich ein Gefühl dafür und sage, das ist aber eine realistische Größenordnung, so, dass man sehen kann, auch mal diese Vorstellung hinzugehen und zu sagen, was passiert eigentlich, wenn die Praxis weniger abwirft, als sie das bisher getan hat. Ich habe eine Praxis übernommen, da hat man eine ungefähre Vorstellung. Und auch zu sehen, dass das einen nicht gleich an die Grenze des Ruins oder an den Ruin knapp heranbringt, sondern dass das auch noch funktioniert, dass man sagt, ich habe einen gewissen Spielraum. Und dann natürlich auch sich selber zu überlegen, wo ist eigentlich mein Spielraum, mit dem ich agieren kann? Wie schaffe ich es, mehr Patienten zu bekommen? Wie schaffe ich es, Privatpatienten zu akquirieren, die nochmal eine unabhängige Einnahmequelle sind, neben den KV-Patienten, diese Sachen. Und dann entsteht am Anfang natürlich immer noch mit einem gewissen Bauchschmerzen, da geht ein bisschen ein Gefühl, so ein Bild, von dem er sagt, mit dem kann ich zumindest agieren. Also hat dir letztendlich die Erstellung des Businessplans und die Erstellung des Mehrjahresplans in die Zukunft insofern geholfen, dass du gesagt hast, wir beschreiben, und so haben wir es ja damals auch gemacht, mal ein Worst-Case-Szenario, was kann im schlimmsten Fall passieren und was ist, wenn sich die Zahlen, wenn die Praxis, du hast die Praxis ja weiter aufgebaut, die du dann übernommen hast, auch zu einem Zeitpunkt, wo es der Praxis jetzt vielleicht nicht so 100% gut ging, sondern du hast eben gesagt, ich sehe die Entwicklung, ich sehe die Möglichkeiten A in dem Standort und B in der Region und hast dann eben durch dein Fachwissen, insbesondere natürlich auch am Krankenhaus durch die Mittelohrchirurgie, wo du dich ja spezialisiert hast, eben deine Zukunft gesehen, zunächst auch jetzt als in der Einzelpraxis, ne? Also auch in Aachen, wo ja schon tatsächlich einige Ärzte am Markt waren. Ne? Genau. Also auf jeden Fall das. Und ich erinnere mich auch daran, dass der Businessplan war ja auch so, dass erstmal nach einigen Monaten lief das Konto immer schön ins Minus, weil Zahlungen ja meistens etwas zeitverzögert eintreten, was dann auch wieder zu schlaflosen Nächten führt. Das ist auch immer, am Anfang hat man schon die eine oder andere schlaflose Nacht. Aber wenn man dann sieht, wir liegen genau in dem Businessplan, das war genau das, was wir prognostiziert haben, ist das auch so eine Sache, wo ich sage, es läuft ja so wie gedacht. Das war, ist schon alles kalkuliert. Noch mit dem Wissen, ich gehe jetzt hier kein Risiko ein, denn der Businessplan hat ja irgendwann auch ein Ende, an dem man sieht, von da an läuft es. Genau, wie entwickelt es sich? Wie entwickelt es sich? Genau. Also der Schritt dann zu gehen, ich würde dann den nächsten Schritt nochmal, du hast dann, wie lange, ich muss nochmal eben schauen. Knapp 3 Jahre. Genau, von 2007 bis 2010 alleine in Aachen gearbeitet, etabliert, die Praxis zu deiner Praxis gemacht. Also du hast auch ein bisschen investiert in das Thema Umbau, in das Thema Geräte. Ich erinnere mich noch, du hast sehr, sehr schöne alte Geräte umgebaut, neu lackieren lassen. Ich glaube, die stehen heute noch bei dir im Einigungsraum. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man in der Praxis von Dr. Ulrogge ist. Also wir verlinken ja auch hinterher nochmal eure Praxisadresse in die Shownotes und man kann vielleicht auch, das bieten wir den Zuschauern und Zuhörern immer an, nochmal, wenn nochmal ein paar persönliche Fragen sind, vielleicht auch nochmal auf dich zukommen, sodass man vielleicht einfach mal sagen kann, ich möchte die Geschichte nochmal gerne hören oder ich habe vielleicht ein paar spezielle Fragen dann, das würden wir auf jeden Fall verlinken. Also das ist sehenswert, nicht nur als Patient, sondern eben auch als Kollege. Wie hast du dann oder warum hast du dann den Schritt aus der Einzelpraxis in die Gemeinschaft gewagt? Was war der Grund? Also das war eigentlich schon immer meine Vorstellung, Gemeinschaftspraxis zu machen. Als ich mich zunächst in Aachen niedergelassen habe, hatte ich auch schon mal mit Kollegen gesprochen, ob wir eine Gemeinschaftspraxis wollen. Da haben erstmal alle gesagt, nee, erstmal nicht, das wollen wir nicht. Man kannte sich natürlich auch gar nicht. Ich bin zwar ursprünglich aus Aachen, aber kam nach langer Zeit zurück. Die Kollegen, die da gerade tätig waren, kannte ich noch nicht persönlich. Bin ja auch mit der Einzelpraxis schon in eine Praxisgemeinschaft, also eine Raumgemeinschaft mit anderen Ärzten gegangen, weil ich immer fand, es ist einfach angenehmer, mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Und nachdem wir uns eine Weile kannten, gab es dann die Möglichkeit, oder wurde ich gefragt von den Kollegen, denen ich ursprünglich auch schon mal Kontakt aufgenommen habe, ob ich nicht Interesse habe, mit ihnen gemeinsam das zu machen. Da musste ich an der Stelle nicht wirklich lange nachdenken, zumal ich die Kollegen jetzt auch aus den gemeinsamen Belegarzttätigkeit, wir haben gemeinsam im Krankenhaus operiert, kannte. Wir kannten uns so auch schon persönlich von Fortbildung, haben einfach auch viel miteinander gesprochen.
Und daraufhin hat sich dann für mich ergeben und gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ist es denn besonders wichtig gewesen, dass du wusstest, mit wem du dich in die Gemeinschaft begibst, also weil, dass du die Kollegen kanntest, oder hättest du vielleicht auch gesagt, selbst wenn ich die nicht kenne, gehe ich mal auf sie zu oder spreche mal mit ihnen? Also, wir machen das jetzt seit 8 Jahren gemeinsam und es läuft super und ich merke immer wieder, auch was ich teilweise von anderen höre, das liegt daran, dass ich super Kollegen habe. Ich glaube, so eine Gemeinschaft hängt schon sehr davon ab, wen man hat. Mit dem, wenn man gemeinsam was macht, die Umstellung von alleine auf gemeinsam heißt auch immer wieder, da muss manche Sachen wieder etwas hinnehmen, dass sie etwas anders laufen, als man es vielleicht ganz alleine gemacht hätte. Aber die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Dazu braucht man aber Kollegen, die auch so die gleiche Einstellung haben. Ja. Also, eigentlich ziehen wir an einem Strang, aber über Kleinigkeiten streiten wir uns jetzt nicht. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall, fand ich, von Vorteil, dass ich die Kollegen kenne. Trotzdem muss man wiederum sagen, kennen heißt, ich kenne sie alle nicht im Alltag. Ich kenne sie, wir haben uns unterhalten. Nach außen hin ist sicher jeder erstmal freundlich und nett. Und man lernt Leute erst kennen, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Von daher ist es hilfreich, aber der Garantie, dass das dann klappt, ist das auch nicht. Also von daher denke ich, man sollte schon sich ein bisschen beschnuppern und man sollte, wenn man das gemeinsam macht, so ein paar Rahmendaten abstecken. Für mich kann ich mal sagen, ich halte für die beiden wichtigsten Dinge für eine Kooperation. Zum einen, dass man eine ähnliche Arbeitseinstellung hat, sprich, dass man entweder sagt, beide arbeiten voll für die Praxis oder beide sagen, wir wollen beide nur halbtags arbeiten. Aber es muss irgendwie gleich stimmen. Es kann nicht sein, dass der eine arbeitet und der andere immer versucht, Arbeit von sich zu weisen. Und das Zweite ist, dass die medizinische Qualität vergleichbar ist. Also ich hätte immer ein großes Problem, wenn ich merke, mein Kollege macht irgendwas bei einem Patienten und ich denke hinterher wieder, oh weia, was hat er denn da gemacht? Und wenn die beiden Faktoren stimmen, dass ich sage, ich kann jedem meiner Kollegen die Patienten überlassen, wenn ich nicht da bin und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass jeder hier sich nicht vor Arbeit drückt oder umgekehrt oder beide sagen, wir sind beide freizeitoptimiert, ist ja auch gut. Aber sie müssen beide mehrere die gleiche Einstellung haben. Dann kann man über die anderen Sachen, glaube ich, über die kann man besser hinwegsehen. Da ist mal, der eine will so, der andere will so und der eine hat da seine Macken. Aber das sind Dinge, dafür sind die Vorteile einfach riesig. Ja, also das finde ich super. Das sind ganz, ganz wichtige Tipps an der Stelle. Also zu sagen, die Medizin muss gleich sein, man muss in die gleiche Richtung denken, man muss von der Qualität her ähnlich sein. Und das Zweite, die Arbeitseinstellung, also zu dem, was mache ich da? Ich glaube, vielleicht nicht nur zu dem Thema Medizin, sondern auch zum Thema Unternehmer sein. Denn ich möchte das gerne mal aufgreifen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich lese hier auf eurer Internetseite, die Gemeinschaftspraxis wird von 4 Fachärzten geführt. Wir verstehen einen großen Wert auf die enge Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch. Also ohne dass wir es besprochen haben, genauso wie du sagst, ist es auch und wir setzen es auch in der Praxis um. Und wenn ich das Foto sehe, dann glaube ich, ist es auch authentisch. Also das, was du jetzt gerade sagst und was ihr wiedergebt, spiegelt auch dieses Bild. Kann man jetzt leider gerade nicht zeigen, aber alle können ja die Homepage mal besuchen. Wieder. Also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Darüber hinaus lese ich aber auch etwas, was ich auch sehr, sehr selten finde. Und zwar das ist das Thema, ich nenne es jetzt mal empathischer Umgang mit Mitarbeitern und Patienten. Auch das sehe ich hier auf der Homepage. Also erstmal ein freundlicher Umgang miteinander, die Vorstellung der Mitarbeiter sehr, sehr individuell und eben auch nochmal der Satz, der Patient wird von seinem Arzt individuell betreut und wir können jederzeit eine Zweitmeinung einholen. Und auch nicht nur wir, sondern der Patient. Das heißt also, ihr gebt dem Patienten die Möglichkeit, selber mitzubestimmen. Also ihr macht ihn mündig und ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, weil das ist eben nicht mehr so dieser, und verzeih mir bitte den Ausdruck, der Halbgott in Weiß, sondern das ist ein Patient und ein Partner beziehungsweise ein Arzt auf Augenhöhe. Natürlich habt ihr die fachliche Kompetenz, darum geht es ja gar nicht. Aber den Patienten da abzuholen und zu sagen, wir betreuen dich und du kannst auch gerne noch mal einen Kollegen konsultieren. Also sehr, sehr stimmig, finde ich sehr gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man ist zusammen in der Gemeinschaft. Trotzdem aus der Sicht, habt ihr vertragliche Vereinbarungen getroffen? Ich weiß, dass ihr vertragliche Vereinbarungen getroffen habt, aber wie für wichtig hältst du das, dass man vertragliche Vereinbarungen in der Gemeinschaft trifft? Ja, absolut essentiell. Mhm. Das ist eine Sache,
die man, glaube ich, auch verstehen muss. Das habe ich ja auch erst verstanden, nachdem wir jetzt den Vertrag auch wieder mehrfach geändert haben, wegen einer Geschäftsform. Einmal habe ich den ja in der Einzelpraxis schon mit den Kollegen da gehabt, dann in der Gemeinschaftspraxis. Wir sind in der Zwischenzeit, hatte ich gerade schon gesagt, sogar zu 5 Ärzten, nicht mehr zu 4. Wir haben seit einem Jahr jetzt noch einen 5. Partner mit drin. Da wurde der Vertrag wieder geändert, da wurde auch neu überarbeitet. Das Schwierige an Verträgen, oder was ich auch lernen musste, ist ja, dass man in Verträgen, in dem Moment, wo man sich zusammentut, nur darüber redet, wie man sich wieder trennt und nur alle möglichen Krisenszenarien durchdenkt. Und der Wunsch ist der, und bisher läuft das bei uns so, dass wir einen Vertrag machen und das gut gemacht haben, ihn von da in der Schublade verschwinden lassen und überhaupt nicht mehr reingucken und alles ohne Probleme läuft. Und ja, bisher läuft das auch so. Ich glaube, keiner von uns hat jemals nach Unterschrift dieses Vertrages in diesen Vertrag geguckt. Trotzdem sind die Themen, an der Praxis hängt meine Existenz, an der Praxis hängt das, was ich machen kann, einfach zu wichtig. Und man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass es immer gut geht. Und deswegen sollte man da sehr genau gucken, wie man sowas regelt. Was tun wir eigentlich, wenn es mal nicht klappt? Wie trennen wir uns? Und die Erfahrung, was man auch von anderen Kollegen gesagt, ich kenne es noch nicht und toi, 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 jetzt auch noch nicht kennenlernen, was wir mitgekriegt haben, ist, da werden plötzlich Kleinigkeiten zum Streitthema, wenn man nicht vorher das geklärt hat. Ja. Und das Wichtige daran ist, ich glaube, auch kein Vertrag kann alles klären, dass man mal einfach für sich durchdenkt, wie möchte ich eigentlich, dass es abläuft? Was ist mir eigentlich wichtig und wie kann ich mich darum kümmern und sichern, dass ich auch nach einer Trennung weiterarbeiten kann? Das wird eh schon teuer und ärgerlich, aber es darf eben nicht an die Existenz gehen. Und das ist in so einem Vertrag, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das geregelt hat. Das erspart eine Menge Ärger und eine Menge Kosten hinterher. Sehr schön, Matthias. Ich hätte es nicht besser sagen können. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben gerade einen Podcast aufgenommen mit einem Fachanwalt für Medizinrecht zum Thema Gemeinschaftspraxis. Da greifen wir auch nochmal so ein paar Sätze raus. Aber letztendlich unterstreicht das nur, was du gerade gesagt hast, dass man in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten die Vereinbarung trifft, damit man nur reinschauen muss. Und der beste Vertrag ist sicherlich der, der einmal aus der Schublade geholt wird, irgendwann reingelegt wird und zum Ende, wenn man sich wieder trennt, also wenn man einfach die Praxis wieder abgibt, auch diese Regelung miteinander gefunden hat. Und wenn man sich gut versteht, und ich glaube, dann ist das in der Gemeinschaft ganz klar, dass man vielleicht auch einige Dinge vertraglich regeln muss und eben nicht nur mündlich im Handschlag, weil da kann sich im Zweifel vielleicht dann keiner dran erinnern. Nochmal möchte ich gerne auf die Vorteile aus deiner Sicht der Gemeinschaft eingehen. Jetzt bist du ja sehr spezialisiert mit der Mittelohrchirurgie. Wie passt das in das Gefüge der Gemeinschaftspraxis? Für mich, also gibt es noch andere Spezialisten für den Bereich oder kommt ihr euch da in die Quere? Nein, überhaupt nicht. Also einmal ist es so, natürlich decken wir alle in der normalen Basisversorgung das Fach ab. Für mich, aber ich glaube auch für meine Kollegen, bietet die Gemeinschaftspraxis, also für mich im Besonderen, die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich mache den Bereich, den ich gerne mache. Das ist die Mittelohrchirurgie. Ich kann im Wesentlichen mich um die Sachen kümmern. Meine anderen Kollegen machen es nicht in dem Umfang. Und von daher sind die auch ganz zufrieden damit, dass das funktioniert. Und ich kann mir sozusagen da meine Nische suchen, dass ich in der Einzelpraxis wahrscheinlich überhaupt nie so könnte. Das hat damit zu tun, dass ich dann noch mehr Sachen nicht drum kümmern müsste und sagen könnte, wo ich jetzt sage, das macht mein Kollege unter Umständen oder macht das besser oder ich muss sagen, ich muss hier mit jemand anders zusammenarbeiten. Das ist auf jeden Fall der eine große Vorteil. Also jeder kann so für sich ein bisschen gucken, in welches Fach er sich einarbeitet. Dazu kommt es aber auch, selbst Fächer wie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, also die eher kleineren Fächer in der Medizin, wie zur inneren Medizin, zur Kinderheilkunde, die zentrale Fächer, ist ja in der Zwischenzeit so ein umfangreiches Gebiet, dass ich von mir selbst sagen muss, ich überblicke oder ich kann gar nicht mehr alle Fachgebiete, Teilgebiete der HNO, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde selber wissen. Da spielt die Chirurgie rein, da gehört die plastische Chirurgie rein, da gehört die Allergologie rein, da gehört Kinderheilkunde rein. Man kennt das natürlich, aber so eine Gemeinschaftspraxis bietet eben auch den Vorteil, dass man sagt, jeder arbeitet sich in ein bestimmtes Thema ein und hat eben das Know-how, was gerade in dem Gebiet aktuell ist, kann das aber auch anderen weitergeben. Es ist ja viel einfacher, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit meinem Thema und kann sozusagen die Essenz, was ist gerade aktuell, meinen Kollegen weitergeben, weiß aber ganz genau, dass mein Kollege mir sagt, Allergologie, gerade tut sich das, das ändern wir jetzt, wir spielen das, also wir
das und das müssen wir jetzt so machen oder machen wir jetzt oder wollen das jetzt so machen und ich das einfach übernehmen kann. Das ist einer der ganz großen Vorteile der Gemeinschaftspraxis. Sonst sind sie ja als Einzelkämpfer, finde ich, ist man immer da, muss ich um alles kümmern oder muss einfach bestimmte Gebiete aussparen. Also man kann sich auf der einen Seite vielleicht mehr um das Thema kümmern, das einen wirklich sehr interessiert, wie bei dir jetzt zum Beispiel dieses Thema Mittelohrchirurgie, das können die anderen auch. Man kann sich trotzdem unterstützen, man tauscht sich aus in der Gemeinschaft. Auch da haben die Patienten ja was davon, das haben wir gerade schon besprochen. Wie ist es denn mit dem Thema Freizeitgestaltung oder Freizeitwert oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Jetzt seid ihr 5 Ärzte in der Gemeinschaft, da hat jeder sicherlich andere familiäre Voraussetzungen. Auch da kann doch eine Gemeinschaft eine gewisse Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Also das alleine Sachen wie, dass wir die Praxis durchgehend geöffnet haben, wir uns im Urlaub problemlos selber vertreten können. Also ich muss mir keine Sorgen machen um Urlaubsvertretung. Ich muss mit meinen Kollegen absprechen, wer geht wann in Urlaub. Aber ich muss ja sonst, wenn ich eine Praxis schließe, einen Vertreter haben oder einen Vertreter bestellen. Die Sorgen habe ich nicht mehr. Das Gleiche gilt für Dienstregelungen. Also wir haben ja dadurch, dass wir operativ tätig sind, einen Krankenhausdienst. Und auch den teilen wir uns. Wenn ich das alleine mache, muss ich entweder, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, auch Hals, Nasen, Ohrenarzt, der sagt, ich mache bestimmte Operationen nur 2-mal im Jahr, weil ich weiß, danach muss ich 3 Wochen permanent abrufbereit sein, weil was sein könnte. Mhm. Da mache ich mir keine Gedanken drum, weil ich weiß, einer meiner Kollegen hat Dienst und der ist da. Genauso einfach ist das, wenn ich Dienst habe und sage, es ist Dienstagabend, ich mache Bereitschaftsdienst, ich würde aber doch gerne jetzt heute mal ins Kino gehen, weil mich gerade ein Freund gefragt hat und ich weiß, mein Kollege ist zu Hause rum, ist das bei uns auch überhaupt kein Thema, dass ich ihn bitte oder umgekehrt er mich bittet und sagt, kannst du nicht heute Abend mal 2-3 Stunden erreichbar sein, wenn du sowieso zu Hause bist und wenn was ist, ins Krankenhaus gehen. Und das ist natürlich dadurch deutlich entspannt. Ja. Also auch das unterstützt natürlich nochmal das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass ihr euch auch versteht, zwar nicht den Alltag miteinander verbringt, aber trotzdem versteht, sodass man sich auf einen kurzen Dienstweg austauschen kann. Und das macht eine gute Gemeinschaft eben auch aus. Sind wir schon eigentlich so ein bisschen fast zum Ende. Wir sind schon bei 25 Minuten. Es geht so schnell. Ich könnte noch ganz lange mit dir sprechen. Wir haben uns übrigens echt lange nicht gesprochen. Deshalb gäbe es auch noch ein paar andere Themen, die wir mal wieder besprechen könnten. Aber ich möchte mal so ein bisschen auf das Thema eingehen. Ihr seid ja nicht die einzigen Hals-Nasen-Ohren-Ärzte in Aachen. Was macht euch denn besonders? Also besonders jetzt zum Thema auch Personal Branding. Also im Sinne von, warum kommen die Leute zu euch und warum erzählen sie sich vielleicht, wenn sie gehen, eine andere Geschichte, also eine positivere Geschichte als vielleicht bei dem Kollegen? Warum kommen die Leute immer wieder und warum arbeitet ihr so erfolgreich? Hast du da eine Antwort drauf? Ja, es gibt ein paar Dinge, von denen ich sagen würde, dass sie so sind. Ein paar Dinge, von denen ich mir wünsche, dass sie so wären, aber nicht überzeugt bin, dass es wirklich so ist. Und dann gibt es natürlich ein paar persönliche Dinge, die ganz mit der Gemeinschaftspraxis zu tun haben. Ich glaube schon, wir sind als Ärzte heute mehr und mehr Dienstleister. Wie du schon sagst, Halbgott in Weiß, der Patient kommt nicht mehr, lässt sich irgendwas sagen und geht wieder raus. Der Patient will informiert werden, er will natürlich in Entscheidungen über seine Gesundheit mit einbezogen werden. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass wir Sprechzeiten haben, die von morgens bis abends gehen, was wir in der Gemeinschaftspraxis darstellen können. Wir haben keine Mittagspause, sondern wir arbeiten zwar selber mit Pausen, aber so versetzt, dass immer jemand da ist. Das heißt, wir sind für Patienten immer erreichbar. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass Patienten wissen, sie können kommen mit akuten Beschwerden und wir sie auch angucken können. Das kann eine Einzelpraxis zum Beispiel auch nicht. Wir können das machen. Zweiter Punkt ist, wir bieten dadurch, dass wir einfach zu mehreren sind und auch dadurch viel machen können, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oder wir bieten fast alles, was die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde diagnostisch und therapeutisch bietet, an. Also wir machen das ganze operative Spektrum eben nicht jeder, aber wir haben jemanden, der es macht, inklusive plastische Chirurgie, aber auch Tumorchirurgie, macht einige meiner Kollegen. Es sind nur einzelne Fälle, wo wir mit Kliniken zusammenarbeiten und sagen, das können wir nicht mehr. Die gibt es auch, das ist auch völlig richtig. Aber auch das ist wichtig, dass der Patient weiß, er kommt zu uns, egal mit welchen Beschwerden, und wir können ihm helfen. Und dann kommt immer noch ein bisschen, das ist persönlicher Grund, das kann ich jetzt für die Kollegen nicht sagen, aber ich denke, die sehen das ähnlich. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man Patienten Konzepte anbietet und den Patienten auch mitnimmt über das, was man macht. Ich nicht nur dem Patienten sage, sie haben Halsschmerzen, nehmen sie die Tabletten und dann ist gut, sondern ihm sage, warum ich in der Stelle entscheide, sie kriegen jetzt vielleicht ein Antibiotikum. Ich ihm ungefähr sage, was ich erwarte, was passiert. Ich erwarte, dass sie 2-3 Tage noch die Probleme haben, dann wird es besser.
Auch wenn ich weiß, es gibt ja immer wieder Situationen auch in der Medizin, wo ich sage, ich kann auch nicht sofort sagen, was sie für Beschwerden haben, aber ihnen sozusagen mein Vorgehen erläutere. Also dass Patienten Konzepte haben. Und ich merke ganz oft, dass Patienten vom Arzt weggehen, irgendwas bekommen haben und letztlich wieder wissen, was behandelt worden ist, genau, und warum sie es behandeln sollen. Ja. Und ich glaube, das macht eine Menge aus. Es ist letztlich eine Mischung aus dem, und dann kommt natürlich auch das zurück, dass Patienten dann irgendwann auch zufrieden sein müssen. Das ist das, was wir tun, was dann letztlich den Ausschlag gibt. Ich ja. wünsche mir, ich bin es. Im schlimmsten Fall sind es die Öffnungszeichen, aber das ist mir egal. Oder die Helferinnen, die so nett sind. Ja. Oder Mitarbeiter, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das hast du eben schon mal angesprochen. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Mitarbeiterin zu Mitarbeiterin macht. Also auch da finde ich es mir ganz wichtig, habe ich schon von Anfang an gesagt, dass ich möchte, dass meine Mitarbeiterin oder alle Mitarbeiterinnen wissen, was ich tue. Ich möchte, dass sie wissen, was ich mit Patienten berede. Ich möchte, dass sie Fragen von Patienten beantworten können. Sicher nicht zur Medizin, aber die Frage ist, was hat denn der Arzt gesagt, wann ich wiederkommen soll? Wie ist denn das? Wie geht es mir denn, wenn ich operiert worden bin danach? Dann möchte, dass meine Mitarbeiterin einfach aus Erfahrung wissen, wir kennen die Patienten, die es haben, denen geht es nicht schlecht oder die brauchen so und so lange. Das sind alles Sachen. Das macht es für die Mitarbeiterin hoffentlich interessanter, dass sie einfach auch ansprechbarer sind, auch eine wichtige Rolle bekommen damit und natürlich auch entsprechend die Patienten führen und dass sie freundlich und nett sind. Das ist sicher ein bisschen eine persönliche Frage, aber da muss ich sagen, haben wir auch wirklich in der Zwischenzeit sehr gute Mitarbeiterinnen gefunden. Schön. Ja, ist aber, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Wie entwickelt man auch Mitarbeiter, beziehungsweise wie geht man mit denen um? Denn auch das macht ja irgendwann das Unternehmersein und Arztsein aus. Denn in der Einzelpraxis vielleicht 2 Mitarbeiter, in der Gemeinschaftspraxis mit 5 Ärzten habt ihr wie viel jetzt? Wie viele Mitarbeiter? 13, glaube ich, gerade. Also 13 sind die MFAs, das ist noch nicht die Schreibkraft. Und ja, aber das sind ja, das ist eine Menge an Mitarbeitern, das ist eine Menge an Persönlichkeit, die da rumläuft und eine Menge Persönlichkeit, die aufeinandertreffen, und das muss gehandelt werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man auch da immer mehr zum Unternehmer werden muss und sich dann eben auch mit den Mitarbeitern auseinandersetzen sollte. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, oft ist es ja gar nicht, und das merkt man natürlich, diese Frage ist ja ein bisschen provokativ auch gestellt, oft ist es ja so, dass man selber nur ein Stückchen mehr macht, als das andere tun. Und deshalb dieses Stückchen aber ausreicht, damit die Patienten eben kommen. Also wenn alle fachlich gleich sind, wo wir mal davon ausgehen, dass alle irgendwie ein gutes fachliches Niveau haben, auch da gibt es Unterschiede, aber dann entscheidet der Patient vielleicht aufgrund von tatsächlich empathischen Verhaltensweisen, diesem Gespräch, was du gerade gesagt hast, den mal abholen, mit ihm sprechen, vielleicht die Minute Zeit mehr geben und eben noch sagen, wie es ist. Und das setzt sich bei der Helferin fort. Fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist tatsächlich so, das setzt sich dann auf der Internetseite weiter mit tollen Fotos, die eben nicht mit dem Handy gemacht worden sind, sondern vielleicht mal mit dem Fotografen, wo man Dinge auch sofort sieht und wo man Dinge auch umsetzen kann. Sehr, sehr schön. Matthias, so zum Schluss würde ich gerne nochmal einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. So 3 Themen interessieren mich da besonders. Einmal das Thema Digitalisierung in der Arztpraxis, dann die Rolle der Prävention. Und das Thema, was würdest du jungen Ärzten mit auf den Weg geben, wenn man sich heute niederlassen möchte und welche Möglichkeiten hat man? Fangen wir mal bei dem Thema Digitalisierung an. Wie stehst du dazu und habt ihr Maßnahmen in der Praxis, die in die Richtung gehen? Ich meine jetzt nicht eine Internetseite, die ein paar Infos rausgibt, sondern... Für die Praxisabläufe, seit ich in der Praxis bin, versuchen wir, eine papierlose Praxis zu führen. Also wir sieht nur noch elektronische Karteikarten. Es lässt sich nicht ganz bewerkstelligen, weil natürlich auch Papier von außen reinkommt, aber es gibt keine Papierarchive mehr. Alle unsere Befunde, sowohl diagnostische Befunde als auch alles, was wir sonst erstellen, passiert nur noch in der Praxissoftware. Würde ich heute jedem raten. Also allein der Platz, der für das Aufbewahren von Papier in Anspruch genommen wird, da haben Sie ja einen Raum hinterher frei. Ja. Also Kellerräume für, ja, ja. Die sparen 2 Mitarbeiter, die permanent Karteikarten suchen. Das sind einfach so die ganz praktischen Vorteile. Dazu haben sie Sachen, die sie haben. Man hat an jedem Arbeitsplatz Zugriff auf die Daten. Sie haben sie einfach besser zusammen, sie haben sie besser sortiert. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe auch angefangen, noch in der ersten Zeit auf Papier zu arbeiten. Es ist ein bisschen Umstellung, aber auch da würde ich sagen, unterm Strich sind die Vorteile da. Und man hat auf jeden Fall Vorteile. Wie siehst du das Thema Gesundheitskarte, also Sammlung von Daten auf einer Karte für die Zukunft?
Ja, das wird ja schon seit Jahren eigentlich heiß diskutiert. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, weil es natürlich immer wieder ist, dass Patienten bestimmte Informationen nicht haben, auch gar nicht haben können. Ich war beim Kollegen, der hat das und das gesagt und ich sagte, ich brauche nur mal eine kurze Rückmeldung. Was hat der eigentlich gesagt? Hat der irgendein Medikament aufgeschrieben? Muss ich das wissen? Hat der schon sich dazu geäußert und so weiter? Es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Technisch gibt es ja da noch einige Probleme und vor allem dabei, wer diese Daten pflegt, das ist ja einfach auch ein riesengroßer Aufwand. Da Katrin schreibt sich ja nicht von selber. Aber ansonsten denke ich, ist das sicher von Vorteil. Okay. Also wir sind ja gerade in der Phase der nicht mehr Regierungsfindung, sondern die hat sich ja mittlerweile gefunden, aber der Umsetzung von einigen Dingen, der Gesundheitsminister, der neue, der designierte, ist ja sehr, sehr aktiv, was das angeht und will ja auch dieses Thema Sprechstunde, Fernsprechstunde und so weiter, das Gesetz soll ja auch so ein bisschen nivelliert werden. Gibt es da irgendwas zu, was du gehört hast? Gibt es in der Praxis da Meinungen zu? Da gibt es eine persönliche Meinung zu. Okay. Ja, hören wir auch gerne. Genau, also klar, genau, hat er schon gesagt, Fernsprechstunden, da muss ich sagen, das wird wahrscheinlich aber den meisten meiner Kollegen so gehen. Kann ich mir noch nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Das ist aber so, erstens muss man sagen, wir sind natürlich noch gar nicht dran gewöhnt. Dazu gehört aber auch, finde ich in der Medizin, wenn ich einen Patienten vor mir habe, persönlich angucke, ihn anfassen kann, untersuchen kann, meine Testung machen kann, den Befund erheben kann, das ist schon ganz essentiell in der Medizin. Und ich merke jetzt schon, allein Patienten übers Telefon zu beraten, ist sehr, sehr schwer. Da muss ich den Patienten sehr gut kennen, sonst ist das Risiko, dass ich da einfach irgendwas nicht mitregistriere, sehr, sehr schwierig. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie man das umsetzt. Das wird dann auch, juristisch muss das mal gesehen sein, inwiefern gehe ich denn damit um, wenn ich bestimmte Dinge nicht tun kann. Also ich glaube, dass auch das nur in Kombination geht mit einem System, was geschlossen ist. Also geschlossen im Sinne von, ich weiß, wo bekomme ich die Daten her? Also wenn alle Daten auf der Gesundheitskarte so sind, dass ich sie dir jetzt eben rüberschicken kann, du gucken kannst und vielleicht vorher eine Möglichkeit hast, als Arzt dich zu informieren, und eine Datensammlung so habe, dass ich weiß, mit wem rede ich denn da, dann kann ich vielleicht auch dieses Thema Sprechstunde, wie wir es jetzt gerade machen, einfacher umsetzen oder ich kann mir vielleicht eine Meinung holen. Ich glaube, das ist weniger gefährlich als das Thema Dr. Google, der im Moment ja sehr, sehr angesagt ist. Genau, das ist richtig. Ich glaube, man kann auf so einem Weg Verhaltensinformationen geben. Was soll ich tun? Haben Sie Beschwerden, wo ich sage, nein, es reicht, wenn Sie nächste Woche das kontrollieren lassen? Das dürfen Sie erstmal eine Woche abwarten, dann muss es aber weg sein, wie ich schon gesagt habe. Also das kann man schon machen. Trotzdem ist, glaube ich, eine Diagnosenstellung, ich kann es mir noch nicht vorstellen, allerdings muss man sagen, entwickelt sich ja auch. Ich konnte mir vor 20 Jahren auch nicht vorstellen, dass wir heute am Computer sitzen und uns da unterhalten. Also, genau. Und vor allen Dingen wäre es so teuer gewesen, dass es wahrscheinlich ein Jahresbudget bei der Reform. Genau. Ganz kurz noch, Matthias, vielleicht ein Tipp für die Zukunft für junge Mediziner. Also was würdest du sagen, wenn ich heute in die Niederlassung möchte? Worauf sollte ich achten und bist du grundsätzlich nach wie vor für das Thema Selbstständigkeit? Ja, also ich kann jedem nur sagen, machen. Ich habe es bereut, habe ich es nie. Tipps. Ich glaube schon, man muss sich einmal überlegen, bin ich der Typ, der grundsätzlich so ein bisschen was zum Unternehmertum hat. Jetzt ist das Risiko in der Arztpraxis, denke ich, sicher nicht ganz so hoch, wie wenn ich mich mit einem Restaurant niederlasse, also oder selbstständig mache, weil klar ist, was mein Dienstleistungsbereich ist, ich in dem KV-System schon ein gewisses gesichertes Einkommen habe. Es mag vielleicht nicht so sein, wie ich mir es vorstelle. Wenn ich es in einer anderen Branche mache, muss ich Leuten erstmal erklären, warum bin ich überhaupt da, warum bin ich besser als andere. Das haben wir als Ärzte zum Glück nicht so. Trotzdem sind wir auch in einer Zeit, wo es nicht mehr so ist, dass alles von selber läuft. Es gab Zeiten, glaube ich, da hat uns erst ein Arzt niedergelassen und es lief komplett. Man muss schon so ein bisschen das wissen und das muss man sich einmal überlegen. Bin ich der Typ und sage, ja, kann ich machen? Man darf aber keine Angst davor haben und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Angehen, machen, sich gut beraten lassen. Wie gesagt, mir hat es auch sehr geholfen, dass in dem wirtschaftlichen Teil du mich damals ein bisschen beraten hast und es in eine Form gebracht hast, die für mich verständlich war. Da stehen erstmal so Dinge, die kann ich nicht verstehen, das ist sicher sinnvoll und dann machen. Ich glaube, man lebt gut als niedergelassener Arzt, man hat die großen Vorteile, man ist selbst Entscheidungsträger.
Man hat auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu überlegen, was mache ich und was mache ich nicht. Also man muss sich, das hat beim Krankenhaus immer weniger, der Patient ist da, man muss sich darum kümmern und bei der Sache kann ich sagen, hierum kümmere ich mich und das sind Sachen, die sind einfach überfordern mich jetzt oder kann ich von der Logistik nicht machen. Ansonsten, wie gesagt, machen. Ein schöneres Schlusswort kann man fast nicht finden, als einfach zu sagen, machen, tun. Matthias, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem, was haben wir eigentlich heute, Dienstagabend. Es ist schon so, dass man, dass einige bringen jetzt ihre Kinder ins Bett. Wir beide beenden jetzt dieses Interview. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die offenen Worte. Fand es sehr, sehr schön, dass wir beide uns auch mal wieder gesprochen haben. Ich hoffe, wir können das auf persönliche Art und Weise irgendwann nochmal nachholen. Danke für deine Zeit, danke fürs Interview. Und Ihnen auch danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir bitten Sie nochmal um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir in Zukunft noch ein bisschen besser werden können und ob wir noch weiter interessante Gäste wie Herrn Dr. Ohlrogge in den Podcast bekommen können. Und ich ende mit dem Satz, mit dem ich immer ende am Ende eines Interviews. Bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Matthias. Tschüss.